Ja, hallo, mein Name ist Dela, dies ist ein kurzer Techniktest. Bei mir ist der wundervolle Hendrian. Hallo Hendrian. Hallo, ihr Name ist Dela und sie macht einen Techniktest. Bei mir ist außerdem der wundervolle Herr Ralf. Hallo Herr Ralf. Hallo zusammen, ich bin nur Statist. Ich glaube, mein Essen ist im Anmarsch. Warte, ich gucke ins Aquarium. Ja, komm mal, wir brauchen dich mal kurz. Die Techniktestation? Ja, du musst mal durch die Gegend laufen. Ich habe vorhin einen halben Ring Fleischwurst getestet. Ausgezeichnet. Und war er gut? Ja. Ausgezeichnet. Wir reden von Nahrungsaufnahme, ja? Mhm. Schwierig. Es ist lustig, dass zur gleichen Zeit mein Telegram aufploppt mit einer Sagte der Matrose zum Mädchen-Nachricht. Ich war's nicht. Ich habe einfach nur so gelacht, mein Kopfkino. So, ich verlasse mal testweise ganz kurz den Raum. Ich bin gleich wieder zurück. Na toll. Werden sehen, ob die Aufnahme nicht zurückwirkt. Bis gleich. So, dann sind wir wohl unbeobachtet. Hol den halben Ring Fleischwurst raus. Er sitzt so gut. Wir haben ein Konzept. Ich habe für alles immer ein Konzept. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Ja, du, aber ich auch. Naja, du bist die ausführende Kraft. Also, du ich wollte gerade sagen, Konzept. Du weißt das noch nicht, Jonas. Du brauchst kein Konzept, du hast Befehle. Der Größte, wo ich dabei war, der aus der Lahn gefischt wurde, der war fast 2 Meter groß, irgendwie 1,95 oder so. Und ich hatte echt den festen Plan, irgendwann in der Lahn zu baden. Aber seit du mir diese Geschichte erzählt hast, nicht mehr. Nein, ich möchte nirgendwo baden, wo Dinge sind, die zweimal so groß sind wie ich. Also auch nicht im Schwimmbad? Oder mit mir in der Badewanne? Na, du bist nicht zweimal so groß wie ich. Volumensmäßig bestimmt. Es geht nicht nach Volumen. Okay. Matrose, ach, Mädchen. Ja, nun, ach. Es gab ja, das halt bis auch vor ein paar Monaten von IKEA. Und die haben ihre komplette Bialetti-Reihe rausgenommen, weil das Ventil kaputt ist. Von Werk her und quasi die Dinger zu explodieren drohen, wenn sie nicht rechtzeitig vom Herd genommen werden. Schön. Die haben die alle zurückgerufen. Quasi eine versteckte Rohrbombe. Genau das. Und aus Erfahrung sage ich, es ist ungeil, wenn solche Druckbehälter explodieren in der Küche. Funktioniert super zum Wachwerden, aber leider sind das alles Einmalwecker. Ich hätte gerne Details zu dieser Geschichte. Ich hatte mal eine Siebträgermaschine. Denk dran, die Aufnahme läuft noch. Ja, es ist völlig, völlig unverfänglich. Ich hatte mal eine Siebträgermaschine. Die hat jahrelang funktioniert. Und dann explosionsartig nicht mehr? Genau, irgendwann eines Morgens mache ich die halt an, gehe ins Bad zum Zähneputzen, weil ich dachte mir, da ist gleich dein Kaffee durch. Einmal gibt es einen Mordsschlag, ein ordentliches Gravum. Ja, und dann hat es den Druckbehälter einfach in der Mitte zerrissen. So willst du nicht machen. Aber wie? Also Materialermüdung oder was? Scheinbar, ja. Ja. Okay. Wollen wir so tun, als wäre das eine Trenchcoat-Talkers-Folge? Wo wir jetzt hier einmal hier sitzen. Bitte schneiden.
Von Anfang bis Ende, ja. Anyway, dann muss ich dir die Geschichte der Sportart erzählen, die ich gelernt habe. Vor okay. Eichhörnchen von Bäumen schießen. Aber nicht, indem man auf das Eichhörnchen schießt, denn das wäre zu einfach. Nein, der Witz ist, dass man auf die Rinde des Baumes schießt. Mhm. Unmittelbar. Einmal, um Leute neidisch zu machen? Oh ja. Hat funktioniert. Ich bin noch voll mit Dino, also es tut mir leid. Aber ich bin der Freak mit der Fleischwurst, ja, ja. Es kommt drauf an, wen du fragst, ne? Er schießt weiter, nicht Dela. Unmittelbar auf das Eichhörnchen, ja. Sondern auf die Baumrinde direkt unterhalb des Eichhörnchens. Okay. Dass die Baumrinde vom Einschlag gefetzt wird. Mhm. Das Eichhörnchen wegen der Erschütterung an einer Gehirnerschütterung vom Baum fällt. Okay. Das klingt sehr Hillbilly-esk. Aber deswegen dachte ich, es würde dir gefallen. Ey, was soll das denn heißen? Andererseits, mit Spechten sollte das auch gehen, oder? Weil dann wäre ich am Start. Ja, aber ich glaube, ihr ein Specht eine Gehirnerschütterung kriegt. Hm. Macht der nicht das den ganzen Tag? Also theoretisch müsste doch das etwas lockerer aufgehängt sein, oder? Ja, hast auch wieder recht. Okay, was ist euer liebstes Spechtrezept? Spechtlasagne. Oder Cannelloni. Okay. Nicht der einzige Mensch, der Spechte furchtbar findet? Sehr indifferenziert zu dem Thema Spechten. Okay. Die Frage ist, warum du das tust. Weil Spechte die unbeliebten Heimwerker der Tierwelt sind. Du willst morgens ausschlafen und um 5 Uhr macht's vor deinem Fenster. Kommst du nicht in der Großstadt? Du wirst sicher, dass es ein Specht ist. Ich hatte gerade nichts anderes zur Hand, um Geräusche zu machen. Warte, ich hole was Härteres. Ach, ach, ach. Das wird eine super Folge. Ralf, ich muss dir vielleicht ein Geständnis machen. Dieses TT steht gar nicht für Trenchcoat Talker, sondern für Techniktest. Das ist unser neues Podcast-Format. Ich meine, ja, ich verstehe den Sinn von Spechten, von wegen frisst dem Baum die Würmer vom Kopf. Aber das kann man doch auch irgendwie ruhiger lösen. Ja. Baumwälse zum Beispiel. Was wäre damit? Wälse klappern nicht. Und dann können sie auch ausreichend groß werden. Ja? Richtig, richtig. Dann schlürfen die sich einfach so am Baumstamm hoch. Und Radfahrer und Wanderer müssen im Wald dann aufpassen, dass sie von den Schwanzschlägen nicht durch die Gegend geworfen werden. Weißt du, ich musste mich selbst schon bei am Stamm mit, sagte man, großen Mädchen zurückhalten, aber ja. Bei Schwanzschlägen im Wald noch besser, ne? War ich sehr, sehr kurz davor. Ja, es ist nicht die komfortabelste Lösung, kalten Kaffee zu verwenden. Man könnte auch Eiskaffee draus machen, aber das ist deutlich kalorienärmer. Ja, aber wer sollte das wollen? Leute, die einen vorher kalten Kaffee haben. Ja, aber dann hätten sie einen Vorrat Eiskaffee. Ja, aber. Aber Eiskaffee voll gut. Ja, aber. Und mit gefrosteter Vanillesoße. Ich höre meine Ärztin bis hierhin schreien. Naja, und dann hast du noch nicht erlebt, wie ich Eiskaffee zubereite. Nämlich mit, ich nehme dieses Weißbierglas, da tue ich die gefrostete Vanillesoße rein, darauf ein Schnapsglas Kaffee.
wie es Gott gewollt hat. Und der Rest des Glases? Vanilleeis natürlich. Ja. Und gefrorene Vanillesoße. Ihr kulturlosen Banausen. Und so Zeug und Dinge. Der Zucker hat mich noch nie betrogen. Ja, dich nicht. Ich esse Knoblauchnudeln. Knoblauchnudeln schmecken, als hat man Zucker drauf getan. Ich esse Kartoffeln mal anders. Schmecken nach Chlor. Schwimmbadpommes, esse, ja. Aber ich esse Karamellsoße und es schmeckt nach Karamellsoße. Denk mal drüber nach. Du hättest auch Knoblauchnudeln essen können. Mhm. Argumentativ war das jetzt nicht schlecht. Habe ich gerade gewonnen gegen Dela in einer Debatte? Nee, ich Debatte. Warte noch einen Moment. Okay, das hätte mich auch sehr verwundert. Also. Das war zu zeitig. Nein, und vor allem Dela ist nicht auf ihrer argumentativsten Höchststufe. Ja, sonst hätte ich überhaupt keine Chance gehabt, ist doch klar. Ich habe niemals einer Aufnahme zugestimmt. Ich auch nicht. Ich glaube, das ging mit deinem Einzug in diesen Haushalt einher. Ja. Verdammt. Ist das bei euch wie bei diesen ganzen Instagram-Pärchen, die sich dann irgendwie so Pranks spielen und gegenseitig filmen? Und ihr macht das mit Podcast-Aufnahmen? Mit Podcast-Aufnahmen und Essen. Ja, sehr gut. Ich sag mal so, es wird eine Trenchcoat-Talkers-Folge, wenn der Techniktest erfolgreich sein sollen würde. Möglicherweise, eventuell. Ja, stimmt, wir wissen ja noch gar nicht, was hinten rausfällt, gell? Ja, eben, deswegen sage ich ja. Also noch habt ihr eine Chance. Wir können also der Fleischsnapperprodukte. Ey, dieses Fleischwurst-Ding wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Nee. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Erstmal die Fleischwurst. Was, die war vorher schon im Darm. So schnell wird die Fleischwurst zur Scheißwurst. Ach. Ja, ihr seid meine Art Gesellschaft. So, Kinder, wir machen doch heute Techniktest, oder nicht? Ich stelle mal kurz Grafzahl 1 rüber. Ja. Ziehe Dinge aus Löchern. Gleich hoch. Oh ja. So, und dann stecken wir mal dieses Teil in beide Löcher rein. 1, 2 und es blinkt und brummt. So. Ich mach mich kurz stumm, damit ihr die folgenden Geräusche nicht hören müsst. Okay. Immer dann, wenn es spannend wird. Ja, oder du gehst einfach eine rauf und kommst dann ein paar Minuten später wieder zurück. Ja, aber wir wissen, wie das endet, wenn ich euch in diesem Format alleine lasse. Nichts Schlimmes wird passieren. Nein, niemals. Ich passe schon auf, dass die anderen keinen Mist machen. Respektiert meine Autorität. Ich finde es ja schon sehr beachtlich, wie alles, was irgendwie neu ist, mit so Kameratechnik ausgestattet wird. Mhm. Wie viele Kameras habt ihr in diesem Haushalt? Wir reden nie wieder über dieses Thema. Okay.
Kann ich aufhören zu fuchteln, oder? Man sieht nicht viel tatsächlich. Ja. Das ist ja bedauerlich. Ja, also. Das ist jetzt die Frage, was alles als eigenständige Kamera zählt. Das, was. Also die Aquariumkamera ist ein altes Handy. Ja, ah, okay. Das stimmt gar nicht. Der Aquarium nicht mehr? War ein altes Handy. Mittlerweile ist es wieder eine Webcam. Okay. Ich stehe hinterher. Du warst ja auch weg. Ich mag die Aquariumcam. Sie ist schön. Ich freue mich schon drauf, wenn da dann totes Meerestier drin schwimmt. Wegen mir müssten da gar keine Fische rein. Mir reichen schon diese künstlichen Quallen. Ja, genau. Sind die eigentlich aktiv am Leuchten oder ist das passiv von oben? Das ist passiv leuchten. Okay. Ich habe immer noch keinen Zusatzkopfhörer-Dings. Ist nicht schlimm, ich will ja nur... Spielen, aha. Aber ein Aschenbecher, wenn ich bin. Also diese Art von Musik braucht doch auch schon fast ein H-Kennzeichen, oder? Aber hallo. Armin fuchtelt übrigens auch. Ja, deine Hintergrundgeräusche sind im Bett. So, Armin, auch für dich bitte einmal das Discord zumachen und wieder neu reinkommen. Dann müsstest du Sprachrechte haben. Genau, Armin, mach den Matrosen. Einmal raus, einmal rein. Bin ich schon fertig? Ja, aber schnell. Herzlich willkommen bei den Trenchcoat-Talkers. Hallo. Hallo. Na? Wir haben keine Ahnung, was wir hier tun, aber wir tun es mit voller Begeisterung. Und Fleischwurst. Fleischwurst. Und Dinos. Fleischwurst over IP. Oh, die Bilder im Kopf. Wie gesagt, für mich ist es in erster Linie echt ein Techniktest. Wenn genau ihr euch damit unwohl fühlt, dann lasse ich es weg. Das ist kein Thema. 2 Stunden Techniktest. Du hast meinen Techniktest noch nicht erlebt. Einziger Unterschied zu sonst ist, dass ich weniger weine. Du weißt, das kommt doch auf die Ausdauer an. Stimmt, kurz können viele. Die mache Podcast lang. Ach, deswegen nur der halbe Ring vielleicht. Genau. Ich habe einen Kompromissvorschlag. Ich schneide quasi aus dieser Folge hier Highlights raus. Nee, bitte. Man könnte auch sagen Höhepunkte. Sag dir das Mädchen zum Matrosen. Das war ja dann 10 Minuten Fremdscham ohne Ende. Ja, aber ganz ehrlich, wer alt und verbittert gehört hat und uns hört, der weiß, was er kauft. Also... Leute, die alt und verbittert kauften, kaufen auch. Mir ist alles egal, ich habe kein Schamgefühl. Das ist ja das Schlimme. Oder das Gute. Bei mir müssen wir nur das Kapitel mit den radioaktiven Füßen rausschneiden. Na gut, ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle mal die Aufnahme. Wir können ja aber weiter hier bleiben und Quatsch machen. Ja. 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 So, Moment, wo ist da?